Herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine wunderschöne, besondere Kartenidee für Weihnachten, aber auch zu anderen Themen. Die Idee dazu habe ich bekommen von der lieben Franny aus meinem Team. Sie hat mir im Technikbuch, das kann ich euch mal hier oben verlinken, ich habe von meinen Teammitgliedern ein Technikbuch bekommen, ein ganz tolles Anleitungsbuch mit ganz vielen Anleitungen. Und da war diese Karte unter anderem drin. Und also das ist eben die Idee von der Franny. Und die hat mich total geflasht, diese Karte. Ich finde die wunderschön und dachte mir, daraus kann man auf jeden Fall eine Weihnachtskarte machen. Ich habe ganz viele Ideen zu dieser Karte. Ich habe die auch schon wirklich oft jetzt gebastelt. Ich zeige euch auch im Video nochmal mehr Ideen als die, die ihr jetzt hier liegen seht, weil ich habe davon auch schon ein paar verschenkt. Aber ich finde die einfach total schön und wirklich unglaublich vielseitig und für alles einsetzbar. Das ist eben die Grundidee, die ist so schön. Eher eine sommerliche Karte. Und die Idee selber hat sie auch gesehen bei YouTube bei Jan B. Cards. Genau, ich halte es euch mal jetzt so rein, Franziska, weil eben meine Ideengeberin für diese Karte. Und genau, ich zeige euch jetzt erstmal die drei, die ich hier habe. Wir machen heute nochmal ein neues Design und dann zeige ich euch während des Videos oder am Ende, ich weiß noch nicht genau, wie ich es einblende, nochmal weitere Ideen, weil ich, wie gesagt, die Karte schon öfter gemacht habe. Und ich starte jetzt einfach mal mit dieser Karte hier, dass ihr die so ein bisschen seht, ein bisschen genauer anschauen könnt. Mit dem Stempelset, diesem wunderschönen Baum. Ich liebe dieses Stempelset, ich finde es einfach total schön. Und hier seht ihr im Hintergrund einfach Designerpapier. Wenn man es dann öffnet, ist auch hier rechts und links Designerpapier. Hier sind wirklich nur ein paar Pärchen als Zierde aufgebracht. Und in der Mitte dann dieses Motiv, das sich so schön aufpoppt und das man auch super irgendwie hinstellen kann. Da einfach nochmal ein bisschen mehr gestempelt. Ich finde die Farben schön. Und man hat hier hinten auch noch Platz, um Grüße unterzubringen. Und auch das habe ich noch ein bisschen bestempelt. Also, Weihnachtsidee Nummer 1. Die nächste Kartenidee ist auch mit einem älteren Stempelset gemacht. Mit diesem, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Weihnachtsstern, genau. Mit der Blume Weihnachtsstern. Und hier habe ich es so gemacht, wie die Franny auch. Ich habe hier mit einer Maskentechnik gearbeitet, um das so hinzubekommen, dass die Blätter im Hintergrund sind und die Blume im Vordergrund. Muss man das Ganze mit einer Maskentechnik bearbeiten. Das heißt, wenn es möglich ist, blende ich euch hier vielleicht jetzt das Video dazu ein. Ich habe es aufgenommen. Ich habe mir diese Blüte aufgestempelt auf so einem Haftzettel und habe das dann ausgestanzt. Ihr könnt es auch ausschneiden, wenn es keine Stanzform dazu gibt und dann über euer Motiv, das ihr schon aufgestempelt habt, drüber geklebt und dann könnt ihr eben diese ganzen Blätter und Zweige außenrum richtig schön gestalten und habt so die Möglichkeit, der Karte mehr Tiefe zu geben und das Ganze so zu gestalten, dass die Blüte im Vordergrund ist und die Zweige und die Blätter im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video dauert. Ich habe es aber mal mit aufgenommen und werde es jetzt hier so ein bisschen seitlich einbauen, dass ihr das seht, wie das Ganze funktioniert, denn das machen wir heute nicht. Und innen, wenn man es dann aufmacht, die Karte, haben wir hier auch wieder Designerpapier. Ich bleibe jetzt hier bewusst ein bisschen am Rand. Und eben nochmal ein tolles Blütenmotiv mit der Blume im inneren Teil. Und hier habe ich einfach nur ganz kleine Pärchen, durchsichtige, aufgeklebt. Ich finde, das reicht völlig, wenn man die Karte dann so vor sich hat. Ist da schon viel los auf der Karte und mit diesem Pop-Up-Mechanismus hat man diese Besonderheit. Und da kann es auch ganz dezent sein hier. Und auch hier innen oder hinten, in diesem Fall hinten drauf, nochmal ganz hübsch gestempelt, um noch Grüße unterzukriegen. Also auch eine ganz tolle Karte. Die Grundkarte ist jetzt hier aus Wildleder und der Pop-Up-Mechanismus ist aus Olivgrün. Das sind so die Farben, die ich hier viel verwendet habe und dazu noch ein bisschen Granit kombiniert als Designerpapier und eben mit dieser schönen Blüte das gemacht. Die Franny hat eben auch mit Maskentechnik gearbeitet, sodass sie hier die Blüten im Vordergrund hat und die Blätter in den Hintergrund gestempelt hat. Ist mehr Aufwand. Man kann es auch gleich mit dem Stempelset machen, dass man das Motiv schon so vielleicht hat. Aber ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Technik und macht richtig Spaß. Kann ich jedem empfehlen zum Ausprobieren.
Und dann noch eine weitere Weihnachtsidee, die ich unheimlich cool finde. Ehrlich gesagt habe ich mit diesem Stempel selbst, das ist dieses Christmas Season, zum ersten Mal gearbeitet. Das hat diese Bestellnummer. Da gibt es auch schöne Stanzformen dazu. Die sind hier auch drin. Und das hat mich echt total geflasht und das hat mir richtig Spaß gemacht, mit dem zu basteln. Und ich dachte eigentlich, ich mache heute die Anleitung auch mit euch. Habe mich dann aber entschieden, dass ich euch nochmal eine weitere Kartenidee zeige, wegen der Vielfalt, und euch die Karte einfach so ein bisschen erkläre. Also meine Grundkarte hier ist wieder Wildleder und habe das Ganze dann einmal mit Savanne und nochmal mit Wildleder ein bisschen gemattet und dann eben auf Grundweiß gestempelt in Celadon. Ja. Savanne und Wildleder. Wildleder, glaube ich, sogar der zweite Abdruck, und Olivgrün. Das sind so hier die Farben. Und diese Zapfen und so, das macht so einen Spaß. Das ist so schön. Der Spruchstempel ist aus dem Dichterzauber-Stempelset. Den finde ich auch sehr schön. Den habe ich auch ganz viel verwendet. Auch in meinem kleinen Adventskalender. Den kann ich euch hier mal einblenden. Und wenn man die Karte dann aufmacht, hat man nochmal so ein Zweigmotiv. Zapfen und Zweige im Innenteil, und ich finde, die Karte, die macht sich auch richtig gut. Die gefällt mir echt richtig gut. Hätte ich gar nicht so erwartet, weil ich dachte, ja, vielleicht nur mit so Zapfen und so, aber das ist total schön geworden, finde ich. Und hier habe ich kein Designerpapier genommen, sondern auch wieder eine Mattung in Savanne und darüber nochmal Wildleder. Und hier der Pop-Up-Mechanismus ist auch auf Savanne. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Hier auch mal der zweite Abdruck von dem Celadon. Also ich finde die Farbkombi total cool. Vielleicht gefällt sie euch ja auch und das wäre eine gute Idee für euch. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie die ganze Karte funktioniert und was ihr dafür braucht. Und am Ende zeige ich euch dann nochmal ein paar Ideen mehr, was ihr auch noch aus der Karte machen könnt, was ich auch noch so gemacht habe. Da habe ich immer ein bisschen mitgefilmt oder Fotos gemacht und die blende ich euch dann auf jeden Fall noch ein im Laufe des Videos. Jetzt, wie gesagt, wollte ich eine ganz neue Variante machen. Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf und zeige euch jetzt erstmal, was ihr braucht. An Farbkarton habe ich hier einmal Grundweiß und Celadon. Und Aquamarin habe ich noch und das blende ich euch ein. Die Bestellnummer von Aquamarin habe ich jetzt nicht da. Und als Designerpapier habe ich einfach was genommen, was ich gefunden habe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, woher das ist. Da guckt ihr, was ihr für eine Grundkarte habt, dass das vielleicht dazu passt. Vielleicht fällt es euch ein, wenn ihr die Rückseite seht. Also das ist eben auch so Celadon mit so Schriften und so. Das habe ich da benutzt. Das fand ich jetzt ganz passend. Okay, und ihr braucht an Farbkartonen, ich sortiere das jetzt mal ein bisschen so. Ich habe die Grundkarte, die seht ihr jetzt hier im Hintergrund, die ist in Celadon, hat das Maß 26,7 x 15,5 cm. Falzen wir gleich beidseits zusammen, machen wir gleich zusammen. Und Aquamarin mit dem Maß 14,8 x 14 cm. Grundweiß habe ich jetzt hier drei? Ach so, für die Rückseite, genau. Einmal 14,2 x 7,6 und 12,8 x 7 cm. Und das andere hat auch nochmal die 14,2 x 7,6. Also das habe ich zweimal hier. Kann ich euch noch hinschreiben, dann wisst ihr das. Das ist eben für die Rückseite zum Beschriften, dass man das dann auch noch schön gestalten kann im Hintergrund. Und das Designerpapier habe ich drei Stück, einmal 15,2 x 8,6 cm und zweimal 15,2 x 4,7 cm. Und wir starten mit der Grundkarte. Ich habe schon ein bisschen was gestempelt, aber das machen wir auch zusammen gleich. Ich schnappe mir mal den Papierschneider und falze mir an der langen Seite meine Grundkarte bei 8,9 cm. Also das war meine Inch-Anleitung, aber das kann man eben genauso gut in Zentimeter machen. Und jetzt drehe ich mir die Karte einmal so rum. Seht ihr das? Ich lege sie quasi auf den Bauch und mache hier nochmal bei 8,9 cm. Dann hat man dieses Zickzack. Finde ich immer gut, wenn man das hier unten nochmal kontrolliert, ob es richtig anliegt. Und dann kann man sich das so falten und hat diese Zickzackform von der Karte. Das ist jetzt meine Grundkarte. Und dann nehme ich diese zweiten Farbkarton. Ihr könntet auch den gleichen nehmen, aber mit einem anderen sieht es halt nochmal ein bisschen anders aus. Da nehme ich jetzt die lange Seite, also die 14,8 Seite. Das messe ich mir jetzt auch nochmal sicherheitshalber kurz ab.
müsste die hier sein. Genau, das ist die lange Seite, lege ich jetzt mir oben an und falze mir das einmal bei 3,6 cm. Das mache ich jetzt persönlich am liebsten hier drüben. 3,6 cm. Ich drehe es mir einmal um und falze mir dann, also die Falzlinie liegt jetzt hier und falze es mir dann bei 7,4 cm. Und bei 11,2 cm. Und jetzt nehme ich noch die kurze Seite und schneide mir das Ganze in vier Streifen mit je 3,5 cm. Mache ich auch am liebsten auf der Seite. Kann ich das so schön durchschieben. Es liegt immer gerade an und bei immer 3,5 cm Breite. Dann habt ihr hier vier Streifen, die dann nachher diesen Pop-up-Mechanismus ergeben und die hier diese Falzlinien so drauf haben. Ich zeige euch auch gleich, wie man die einfaltet. Also einfach wirklich so. So bildet sich dann nachher dieser Mechanismus. Und so könnt ihr euch die auch gleich mal falten. Dann können wir uns eigentlich schon mal ans Bestempeln machen. Ich habe mir jetzt hier schon ein paar Sternchen aufgestempelt, so ein bisschen mit Farbgebung, was ich mir so gedacht habe. Ich nehme als Farben einmal Celadon und Babyblau. Oh, Babyblau kann man schlecht lesen. Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Ja, so geht's. Und Aquamarin nehme ich auch noch. Und die Stempelset. Ich habe gedacht, ich benutze Stempelset und Stanzformen mit den funkelnden Feiertagen. Die haben jeweils diese Nummer. Die Stanzformen heißen frostige Flocken, falls ihr die sucht. Da könnte man damit was machen. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie die Deko am Ende aussehen soll, aber ich habe so ein bisschen was im Kopf und die Stempel habe ich jetzt auf jeden Fall hier rausgenommen und da werde ich auch den Spruch nehmen, denke ich. Ich habe mir einfach mal die Schneeflocken rausgenommen und die wunderbare Weihnachtszeit. Und gucke ich mal, ob ich vielleicht die Punkte noch brauche oder so. Das machen wir jetzt so ganz spontan. Genau. Wenn ich was stempel, mache ich es eigentlich immer so, dass ich mit dem größten Motiv anfange. Ich nehme jetzt die größte Schneeflocke und Aquamarin. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon aufgefüllt habe. Ja, ich glaube, das habe ich schon aufgefüllt. Das setze ich mir jetzt hier so ein bisschen versetzt nach oben. Also ich mache jetzt die Frontseite. Das heißt, ich nehme das größere Papier von meinem Grundweißpapier, da habe ich ja zwei. Das eine habe ich jetzt schon mal bestempelt, das ist dann für die Rückseite, wo man die Glüse aufbringt. Da habe ich die Schneeflocken einfach außen rum gestempelt. Das könnt ihr jetzt gleich mitmachen. Und die Frontseite, die gestalte ich jetzt so ein bisschen. Also ich habe mir gedacht, ich mache diesmal ein Etikett auf die Karte. Bis jetzt habe ich es ja immer so gemacht, dass ich meine Glüse immer direkt drauf gestempelt habe. Und jetzt mache ich es so ein bisschen auf die Karte, dass man da noch ein bisschen Vielfalt hat. Und dann schnappe ich mir die verschiedenen Sternchen, einmal dieses dünn mit dünnen Strichen Sternmotiv, das mache ich in Babyblau. Gehe da so ein bisschen außenrum. Und ihr könnt im Prinzip gleichzeitig auch schon eure Innenkarte, also die kleinere Karte, gestalten. Da müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr da fülliger arbeitet, also ich nehme jetzt auch gleich das Große nochmal, dass wir hier wirklich mehr Stempel drauf haben, weil wir das ja nachher auseinanderschneiden. Und da darf dann schon viel drauf los sein. Genau. Und dann fülle ich das Ganze noch so ein bisschen auf mit Celadon, mit diesem rundlichen Flöckchen. Also hier beim Etikett, also bei der Frontseite, da gehe ich so ein bisschen am Rand entlang. Und bei dem, was wir nachher zuschneiden, setze ich das so ein bisschen überall hin. Und dann haben wir noch die ganz kleine Flocke. Und die eignet sich halt super zum Füllen von diesen ganzen Sachen. Die habe ich jetzt noch mein Aquamarin. Sieht jetzt sehr voll aus, aber wie gesagt, wir schneiden das nachher auseinander. Vielleicht sogar hier echt noch ein kleines Dingchen hin. Dann passt es, dass das schön gefüllt ist.
Und die Frontseite, die kriegt ein bisschen weniger. Da lasse ich es jetzt so bei dem so stehen. Okay, und wenn wir jetzt schon beim Stempeln sind, dachte ich, wir könnten auch den Spruch gleich noch aufstempeln. Da schnappe ich mir einfach ein bisschen Restpapier in Grundweiß. Weiß noch nicht genau, welches Etikett ich dann da drauf mache. Und ich benutze jetzt Celadon als Hauptspruchfarbe. Und eine wunderbare Weihnachtszeit. Manchmal mal, vielleicht finde ich, kriege ich noch einen schöneren hin. Ja, der ist schöner. Das stand sich mir nachher irgendwie aus, das muss ich dann gucken. Und jetzt habe ich so gemacht, ich habe mir aus den Stanzformen die verschiedenen Etiketten und Schneeflocken rausgenommen. Die stanze ich mir jetzt gleich mal aus. Einmal dieses größere Etikett für meinen Gruß, die drei Schneeflocken und dieses kleinere Etikett auch mal. Da habe ich jetzt Celadon benutzt. Guck dann, wie das dann nachher ausschaut. Kurbel mir das einmal durch die Maschine. Andersrum als sonst. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt mal aus. Ich hole mir das jetzt erstmal hier kurz raus. Ich habe jetzt hier eine schöne bestickte Umrandung ums Etikett. Habe drei Schneeflocken als Dekoration, zumindest zwei kleinen. Und die größere, die stanzt sich nicht ganz aus, aber das ist ganz gut, dass ich das jetzt nochmal gesehen habe. Ich mache das hier schnell weg. Man sieht jetzt, wie das rauskommt, das Ganze. Ich dachte nämlich daran, dass wir unser Etikett, das vorne drauf kommt, vielleicht auch noch mit diesen Teilen gestalten können. Die kann man dann so ein bisschen aufstellen. Und ich weiß nicht genau, ich würde jetzt also einmal das Größere benutzen. Das mache ich jetzt mal hier unten hin. Ich habe gedacht, der Spruch kommt dann da so drüber irgendwie gestaltet. So. Oder vielleicht da weiter nach oben. Nee, eigentlich muss er schon so in die Mitte. Und dann können diese Elemente, die man da so aufstellen kann, also diese beiden Flöckchen noch so ein bisschen außenrum gehen. Deswegen stanze ich das jetzt hier nochmal aus und bin gespannt, wie das dann nachher rauskommt. Also das habe ich jetzt auch nur im Kopf. Das kann natürlich auch immer schief gehen. Und ich dachte, wenn ich schon am Stanzen bin, mache ich das Etikett zur Sicherheit nochmal das kleine und auch die Schneeflocke noch ein drittes Mal. Ich hätte gerne drei. Wobei, die haben wir ja nochmal eine, dann machen wir gleich vier. Was mal am Hammer. Und hier habe ich gedacht, vielleicht können wir das sogar so legen, dass das nur das Weiße erwischt, ohne Stempel. Ja. Soll ich dann das hier drüben eher machen? Ja, es ist schwierig, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat. Dann muss man mal so ein bisschen rumprobieren. Aber das stand ich mir jetzt auch noch mal kurz aus. Und jetzt seht ihr es auf der Rückseite schon ganz gut. Da sind jetzt noch ein paar kleine Punkte drin. Die kann ich jetzt einfach mit der Nadel oder mit dem Aufdruckhelfer, wo ist er denn eigentlich hier, noch ein bisschen rausnehmen, die kleinen Punkte. Also auf der Rückseite sieht man es, finde ich, ganz gut, was es ausgestanzt hat. Aber auf der Vorderseite auch. Und das ist eben das Tolle an diesen Stanzformen, dass sie nur einen Teil ausstanzen und dass man das dann so ein bisschen nach oben bringen kann, sodass man dann noch ein bisschen einen besonderen Effekt auf die Karte machen kann. Finde ich total cool und wollte ich ausprobieren unbedingt. Was ich natürlich hier im Hintergrund auch super machen würde, wäre Glitzerpapier. Da bin ich noch so ein bisschen überlegen, ob ich das noch einbauen soll. Aber das sehen wir auch alles dann. Ich biege die jetzt ein bisschen hoch, dass die so ein bisschen oben stehen und finde es jetzt schon ganz schön. Ich glaube, das ist richtig gut. Genau. Also, dann geht es jetzt mal ans Weiter dekorieren. Ich schnappe mir jetzt meinen Teil, das innen reinkommt und ich bin ehrlich am Überlegen, ob ich es da auch noch so machen soll. Aber ich würde es mir vorher zuschneiden, dass ich dann genau die Größe weiß, dass man da vielleicht dann auch noch so ein kleines Teilchen reinmacht. Guck mal einfach mal. Ich schnappe mir das jetzt auf jeden Fall und schneide mir das nochmal zu mit meinem Papierfalter. Wo ist er? Hier, Papierschneider. Das ist jetzt das kleinere Teil von meinem Grundfalz, also dieses Teil, was in die Mitte, also innen reinkommt. Das hat das Maß 12,8 mal 7 cm und das schneide ich mir jetzt in kleinere Teile zu. Ich lege es mir an der langen Seite und schneide es mir in vier Teile mit je 3,2 cm. Das mache ich auch wieder auf der Seite, dass ich es mir da anlege. Und jetzt als großen Tipp.
Legt euch das gleich so auf, wie ihr es nachher dann aufkleben wollt. Also 3,2 cm. Dass hier dann nichts durcheinander kommt, gerade bei so einem Motiv, wie das jetzt ist, kann ich das nur empfehlen, dass ihr das wirklich ordentlich euch nebenhin legt. Und jetzt nehmen wir die kurzen Seiten und kürzen uns das Ganze nochmal bei 3,5 cm. Also wir halbieren es uns nochmal. Und auch jetzt wieder darauf achten, wirklich so hinlegen, wie es dann nachher gehört, weil da puzzeln wir dann ein bisschen zusammen. Wenn man das jetzt hier nicht beachtet, dann ist man nachher vielleicht ganz schön am Suchen. Genau. Also wieder bei 3,5 alle Elemente schneiden. Und jetzt gucke ich mal schnell, ob das funktionieren würde mit der größeren Stanzform. Ja, das könnte gerade so gehen, gell? Ich habe es gerade ausprobiert. Ich zoome euch jetzt mal ein bisschen näher an. Ich mache es jetzt so. Ich lege das nicht ganz auf, sondern nur so einen kleinen Bereich und teste mal, wie das dann ausschauen würde. Ich habe nämlich mir gerade ein Musterteil geschnitten. Und es ist ganz, ganz knapp. Also wenn ihr das wirklich gerne einbauen wollt, auf den ganzen ausgeschnittenen Element. Schauen wir erstmal, wie das hier so ausschaut. Huch, ja, da geht schon los. Ich darf ja meine Teile nicht durcheinander bringen. Also beim Ganzen würde es so ausschauen. Ich habe mir jetzt das als Größenmuster mal zugeschnitten. Das sieht man, dass am Rand das nicht so ganz passt. Das hat mir jetzt nicht so ganz gut gefallen. Aber ich fand es eine coole Idee, dass man das vielleicht nur teilweise einbauen kann. Das finde ich, hat noch mehr Charme. Und deswegen mache ich das jetzt so. Ich mache das jetzt hier und vielleicht auch noch hier oben. Genau, also ich mache es jetzt hier unten auch so, dass ich mir das hier nochmal in so einem kleinen Bereich durchgekurbelt habe. Und dann sieht es so aus. Und man kann es hochbiegen und hat nochmal so einen kleinen Spezialeffekt. Ich zoome euch jetzt mal ein bisschen hin zu meinem Puzzle hier. Ich habe es jetzt bei diesem Element und hier oben gemacht. Also nur ganz leicht am Rand, dass man das danach so ein bisschen aufstellen kann. Und drei Stück dann insgesamt hat. Und jetzt falte ich mir einfach alle meine Pop-Up-Elemente einmal nach, so wie ich es euch vorher gezeigt habe. Also im Prinzip ist es immer so, diese Bergfalz, die ihr habt, die kommt innen rein. Und diese Talfalz, die ist quasi außen. Immer den Berg nach innen und dann passt das. Das macht ihr mit allen Vieren und habt dann hier so einen kleinen Aufsteller. Und auf diesen Aufsteller, auf diese vier Aufsteller, klebe ich jetzt meine Puzzlestücke sozusagen immer auf diese beiden mittleren Elemente. Die zwei kommen nachher innen rein, die werden angeklebt. Und auf diese beiden mittleren Elemente klebe ich mir das jetzt ganz schön auf mit Flüssigkleber am besten. Da kann man noch ein bisschen ruckeln und einfach nur darauf achten, dass ihr, ja, dass ihr das richtig aufklebt. Ich glaube, das ist so das, wo man sich am meisten konzentrieren muss, dass es da passt. Da lasse ich euch jetzt einfach kurz Musik laufen. Ihr habt so einen minimalen kleinen Rahmen außenrum und könnt es dann schön aufbringen. Und beim Ankleben von diesen Teilen, die ihr so leicht angestanzt habt, wenn ihr das auch gemacht habt, müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr natürlich auf die Rückseite, auf die Stanzung selber keinen Kleber macht. Das, was man nach oben biegen will, nicht. Aber die Mitte zum Beispiel oder diese ganz kleinen Ecken, kommt nichts raus, der Vorführeffekt. Die ganz kleinen Ecken, die eben nicht abstehen sollen, die kann man natürlich schon mit Kleber voll machen. Aber eben nicht die Sachen, sieht es ein bisschen, die immer dann nachher aufstellen. Die darf natürlich keinen Kleber dran haben. So. Genau. Und auch hier habe ich jetzt darauf geachtet, dass ich das wirklich auch in der Reihenfolge wieder belasse, dass ich das nachher leicht habe mit Ankleben. Okay. Und jetzt mache ich so, zeige ich euch nur, wie ihr euch das hinstellen müsst. Eure Grundkarte steht so vor euch. Also das ist hier quasi die normale Kartenseite, da kommt dann der Pop-Up-Mechanismus raus, dann wissen wir, das hier ist unsere Vorderseite. In diesem
In dieser Falzung könnt ihr euch das so aufbringen. Und da habe ich es jetzt so gemacht, dass ich mir für vorne ein Designerpapier ja zugeschnitten habe. Das klebe ich jetzt hier drauf. Und meine Frontseite, das ist die größere Seite mit mehr Stempelmotiv, die klebe ich jetzt auch schon mal hier vorne drauf. Wobei ich die noch nicht gleich anbringe. Ich mache jetzt erstmal das Designerpapier gleich auf die Frontseite. Auch noch ein kleiner Tipp, ich mache auf die Rückseite meinen Logo-Stempel drauf. Und das mache ich auch jetzt gleich, weil ich nachher dann vielleicht mit der Stanzung und so da nicht mehr ganz so viel flache Fläche habe. Deswegen, wenn ihr das auch machen möchtet oder sowas habt, wo ihr hinten noch drauf stempeln wollt, könnt ihr das auch jetzt gleich machen am besten. Hier auf die Rückseite können wir uns auch gleich unser Element aufkleben. In die Mitte, wo man dann noch Grüße unterbringen kann. Dann ist es sozusagen vom Tisch. Je weniger Teile man da liegen hat, desto übersichtlicher wird das Ganze dann natürlich wieder. Hier ist der Rahmen ein bisschen größer. Das könntet ihr, wenn ihr jetzt ganz viel Text hättet, auch größer machen, das Papier. Aber so fand ich, passt es ganz schön. Ich drehe es mir jetzt wieder um. Meine Vorderseite ist wieder diese hier. Und klebe mir dann jetzt schon mal mein Designerpapier hier auf. Rechts und links. Und da ist etwas wenig Rand außenrum. Also da passe ich mich schon an, wie viel Rand habe ich nach unten und oben. So viel lasse ich dann auch an der Seite stehen. Okay, und dass es wirklich passt, ihr seht jetzt nochmal, wie die Karte vor mir steht. Das ist meine Vorderseite. Und jetzt klebe ich meinen Pop-up-Mechanismus hier so rein, indem ich diese beiden Rückseiten so nach hinten klappe. Kann ich mir das dann hier einfach flach ankleben. Und ich orientiere mich jetzt hier ganz klar an dieser mittleren Falzlinie. Auf diese mittlere Falzlinie hier klebe ich auch meine mittlere Falzlinie von meinen Elementen. Somit haben wir nachher das schön mittig. Seht ihr das? Diese beiden überschneiden sich sozusagen. Und es passt dann einfach vom Gesamtbild. Und ich orientiere mich jetzt auch an diesen äußeren Designerpapier. Ich mache es aber nicht so weit hoch. Ich verteile mir das ein bisschen weiter nach unten. Also ich lasse wirklich die noch ein bisschen weiter oben stehen. Und wenn ihr möchtet oder euch da nicht ganz sicher seid, legt ihr euch das gerne einfach vorher mal hin. Für mich habe ich festgestellt, wenn ich oben und unten ein bisschen mehr Rand lasse, als das Designerpapier hier ist, habe ich das Motiv schöner. Ich finde es schöner, wenn das hier weniger Abstand hat zwischen diesen einzelnen Elementen, weil sich dann das Ganze besser zusammenfügt. Es ist ja im Prinzip auch zusammengestempelt. Bei den Schneeflocken wäre es jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Aber wenn ihr ein Motiv habt, das eng zusammen ist, finde ich es schöner, wenn das hier enger zusammen ist, wie wenn sich das hier oben und unten anpasst. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich gehe wirklich nicht ganz genau gleich mit meiner Pop-up-Karte, mit diesem Designerpapier, sondern ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Und habe dann die Abstände hier drin ein bisschen enger. Und auch hier noch einen kleinen Tipp, ich fange jetzt oben an oder unten, könnt ihr auch machen. Mache mir jetzt hier mal kurz Flüssigkleber drauf. Klebe mir das so an. Wie gesagt, ich orientiere mich da einfach an der Mittellinie und mache jetzt als nächsten Schritt das unterste. Und dann kann ich mir meine beiden Mittelteile nochmal auflegen und gucken, wie so der Abstand für mich sein soll. Und kann mir die so noch schön anpassen und dann hier aufkleben. Und so sieht ihr schon, habt ihr da so diesen tollen Pop-up-Mechanismus. Und ich finde es wirklich schön. Das passt super cool mit diesen kleinen Aufstellelementen. Wenn man hier jetzt noch viel Glitzy oder sowas unterbringt, so als kleinen Hingucker, dann ist das echt cool. Das Designerpapier ist auch recht mächtig, finde ich im Moment. Könnte mir auch ein schlichteres vorstellen, aber wir müssen uns ja noch diese Seite ein bisschen dezenter vorstellen. Oder was heißt, die wird ja auch noch anders gestaltet. Somit ist es nicht mehr ganz so wuchtig insgesamt.
Genau, und die würde ich sagen, gestalten wir jetzt auch gleich, bevor wir an die Glitzy-Sachen gehen. Und da habe ich ja jetzt das Etikett und habe mir ja hier diese kleinen Etiketten ausgestanzt. Ich dachte, ich könnte das irgendwie vielleicht noch mit einbauen, dass es nicht so weiß auf weiß ist. Vielleicht so. Und dann noch ein paar Flöckchen. Da gibt es schon die zauberhaften Flocken, die ausgestanzt sind. Vielleicht könnte man da sogar auch noch einen einbauen. Die haben so ein tolles Schimmerpapier. Und die sind so ganz filigran und eben schon vorausgestanzt. Seht ihr das? Kann man hier einfach so aus dem Papier rausdrücken oder rausziehen. Und vielleicht kann man die sogar auch noch irgendwie in den Hintergrund einbauen. Das wird ganz schön viel. Also man hätte auch ein bisschen weniger stempeln können. Aber es ist ja doch auch wieder schlicht. Also ich glaube, ich werde mich da jetzt ein bisschen verkünsteln daran. Dann lasse ich euch kurz Musik laufen. Das ist immer für mich ja, einfacher, wenn ich dann weiß, ich kann da Musik laufen lassen und kann mir da Zeit lassen beim Dekorieren sozusagen. Okay, also ich habe es jetzt soweit fertig. Es ist viel los, für meine Verhältnisse viel los, aber ich finde, es sieht trotzdem sehr schön aus. Und erst hatte ich gedacht, ich klebe dieses Etikett jetzt noch nicht drauf, weil ich dachte, vielleicht mache ich noch ein Band hin. Also wenn ihr ein bisschen andere Dekoration habt und ihr möchtet noch ein Band hin machen, denkt dran, jetzt könnt ihr es machen, bevor ihr es aufklebt. Und jetzt ist die Frage, also ich würde es jetzt auch noch erhaben aufkleben, das heißt mit Abstandspads. Oder ihr macht es flach. Das könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt eben noch mit Abstandspads. Ich habe hier noch die Ränder von meinen Dimensionals, die ich hier so ganz gut hinmachen kann, dass man wirklich überall welche hinkriegt. So, dass das insgesamt schön gleichmäßig erhaben ist. Die Seite sollte natürlich nicht ausschauen. Okay. Und das habe ich auch mir auch ein bisschen so gebogen noch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und das klebe ich mir jetzt hier vorne erhaben drauf. Nochmal kurz gucken, ob es richtig rum ist. Ja, passt. Und hier habe ich jetzt, finde ich irgendwie, das muss noch ein bisschen höher an der Stelle. Da klebe ich mir jetzt ehrlich gesagt nochmal ein Dimension unten rein oder zwei kleine, dass das hier noch ein bisschen höher kommt. Hätte ich vielleicht vorher machen können, aber dass es so einen ganzen leichten Schwung hat, sieht man jetzt ein bisschen wenig, aber genau. Also so wäre die Vorderseite schon mal ziemlich cool. Mit diesem kleinen, mit der Schneeflocke noch im Hintergrund. Hier habe ich auch noch eine drauf gemacht. Und ich habe mir jetzt ausprobiert, mit Celadon einfach mit dem Blends meine Glitzersteine angemalt. Und die werde ich jetzt hier noch ein bisschen drüber machen, dass man hier einfach den gleichen Farbton hat, noch so ein bisschen glitzy. Ich hoffe, die sind schon trocken, aber es sieht gut aus. Ja, das ist schon cool. Das passt richtig gut. Genau, die verteile ich mir hier noch schön. Und innen rein mache ich auch noch ein paar. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also ich habe das jetzt mal ausprobiert, einfach mit der dickeren Pinselspitze im Farbton, den ihr haben wollt, euch die Glitzis einmal ein bisschen übermalen. Lasst es dann immer ein bisschen antrocknen und dann habt ihr da echt coole Glitzersteine in genau dem Farbton, wo ihr braucht. Das bietet sich hier natürlich echt super an.
Und hier so ganz an der Rand setze ich auch noch recht dezent drei Stück auf. Mache da hier so ein kleines Muster. Ich glaube, es reicht eigentlich schon fast. Das ist schon eine Glitzerkante, muss ich sagen. Aber an Weihnachten darf es glitzern, oder? Wir hätten jetzt auch noch ein paar Schneeflöckchen, wo wir noch runterkriegen könnten, wenn wir wollten. Aber ich glaube, das braucht es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das lasse ich sogar weg. Zu viel ist auch nichts. Vielleicht noch auf der Rückseite. Da habe ich einen Klecks. Da wäre es gut. Aber das sieht nicht so gut aus. Nee, ich lasse es weg. Ich finde, so ist die Karte echt cool. Die ist schön geworden. Ich finde die tatsächlich nicht... Sie ist voll, ich gebe es schon zu, aber sie ist gar nicht so überladen, wie ich vielleicht... Wenn es jetzt farbiger wäre... Ja, fände ich es vielleicht ein bisschen überladen, aber so finde ich sie eigentlich schon ganz cool. Die hat schon was. Schön mit diesen Schimmerperlen noch ein bisschen im Hintergrund. Ganz toll finde ich, dass man das so ein bisschen aufstellen kann. Das macht sich richtig gut. Und auch das Etikett gefällt mir eigentlich richtig gut so. Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber. Manchmal sind die Karten, die wirken dann anders. Aber ich finde sie echt schön. Mir gefällt die richtig gut. Und man hat diesen tollen Pop-Up-Effekt. Man kann sie auch ganz flach verschicken. Und ja, ich finde sie cool. Ich hoffe, sie gefällt euch auch sehr gut. Bisschen viel, aber okay. Passt, ich bin total okay damit. Bin total zufrieden. Mir gefällt sie eigentlich richtig gut. Und ich könnte mich wirklich nicht entscheiden, was mir am besten gefällt von diesen ganzen Beispielen. Aber ich habe euch ja noch mehr Beispiele versprochen. Und die würde ich euch jetzt dann einfach noch einblenden. Ich habe vielleicht hier und da noch ein Foto und ich habe auch, ich weiß, eine Karte habe ich als Video gemacht. Das hänge ich euch auf jeden Fall jetzt noch dran, dass ihr noch ein bisschen mehr Input habt, noch ein bisschen mehr Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten auch für andere Jahreszeiten als wie nur für Weihnachten. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir den Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch und sage danke fürs Zuschauen und jetzt noch viel Spaß bei einer weiteren Idee. Tschüss!